Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute wieder aus meinem Büro, denn ich blicke auf die DGHD zurück. Sie ist inzwischen vorbei. Es war für mich fast eine ganze Woche lang beinahe Druckbetankung mit Input, Input, Input und Input. Und statt dass dieses Video jetzt ewig lang wird, verweise ich auf meinen Blog auf davidlohner.de. Dort wird es nochmal eine schriftliche Zusammenfassung geben, die einfach ein bisschen ausführlicher ist als das, was jetzt kommt. Ich habe mich nämlich entschlossen, für dieses Video einfach kurz zusammenzuraffen, was für mich die Highlights waren und so ein bisschen die Take-Home-Message von dieser Tagung für mich persönlich. Und eines der Highlights oder zwei der Highlights, die ich gleich zusammenfassen kann, war, dass ich mich in zwei verschiedenen Sessions mit Online-Lehre auseinandergesetzt habe, also dem, was ich hier tagtäglich mache und auch selbst in meiner Doktorarbeit untersuchen will. Und es ging bei beiden Male um, ja, ich will es nicht Gelingensbedingungen nennen, aber es war schon so, was kann ich tun, dass es möglichst gut wird. Und das eine war im Spezialfall von Webinaren, also Live-Veranstaltungen, die übers Netz gehen, bei denen viele Teilnehmer zuhören können und sich eventuell auch interaktiv zuschalten können. Und in der zweiten Session ging es um Online-Kommunikation, allerdings meist in Schriftform, das heißt in Form von Foren oder auch Chats oder Instant-Messengern, sofern die datenschutztechnisch für Lehrveranstaltungen zugelassen sein können. Und da haben wir in den Sessions jeweils sehr angeregt diskutiert, wie man das eben so gestalten und unterstützen kann, dass es von den Studierenden angenommen wird, womit zu kämpfen ist, wenn die Gruppengröße besonders groß oder auch besonders klein ist, denn auch dann ist Online-Kommunikation nicht genau einfach. Und wir haben ein bisschen gegeneinander gestellt, was bedeutet denn das Medium online oder Schrift online im Vergleich zu einer Kommunikation in der Präsenzlehre, also wenn ich tatsächlich mit Teilnehmenden in Seminaren gegenüber sitze. Und das war eine sehr angeregte Diskussion. Ihr könnt auch unter dem Hashtag DGHD2019 auf Twitter lesen, was da so diskutiert wurde. Ganz viele Teilnehmer auf der Tagung haben da live aus den Sessions immer wieder kleine Einblicke gegeben und berichtet, was gerade diskutiert wird. Und diese Diskussionen haben sich natürlich auf Twitter weiterentwickelt. Und ein herzliches Hallo an alle, die mich jetzt tatsächlich in echt kennen und auch die ich jetzt in echt kennengelernt habe, wo es nicht mehr nur noch diese Online-Bekanntschaft ist, sondern es tatsächlich mal zu einem persönlichen Kontakt kam. Das hat mich sehr gefreut, dass ich viele meiner Twitter-Bekanntschaften jetzt tatsächlich mal in Person getroffen habe. Das zweite Highlight für mich war eine kleine Session zu dem Thema Mythen im Kontext zum Lehren oder Lernen. Also da ging es einfach darum, so ein bisschen landläufige Meinungen, die sich irgendwie so durchgesetzt haben, mal wissenschaftlich zu hinterfragen und denen auf den Zahn zu fühlen, ob die wirklich haltbar sind. Und das stellt sich raus bei ganz vielen Annahmen, die so kursieren, was Lernen förderlich sein könnte. Gibt es kaum oder nur sehr, sehr wenige wissenschaftliche Belege, dass es tatsächlich so ist. Also da muss man dem einfach ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich selbst habe mir auf die Leseliste gelegt, dieses Buch, Urban Myths of Learning and Education. Ich glaube, das geht genau in die Richtung, die da ziemlich spannend ist zu ergründen. Und auch das war ein sehr interessanter Talk. Da habe ich jetzt auch im Nachhinein nochmal Folien dazu bekommen, die ich mir nochmal genau anschauen werde, wo eben alle diese oder sehr viele dieser Mythen aufgelistet sind mit Argumenten, die dafür sprechen, aber eben auch und vor allen Dingen mit Argumenten, die jeweils dagegen sprechen. Das letzte Highlight war tatsächlich die offizielle Schlussrunde der DGHD 2019, und zwar die Podiumsdiskussion, auf der einfach nochmal diskutiert wurde, gerade jetzt im Hinblick auf den auslaufenden Qualitätspakt Lehre oder kurz Qualipakt oder QPL, bei dem ganz viele Projekte gestartet sind, wo viele Leute eingestellt worden sind, die sich um die Hochschuldidaktik verdient gemacht haben, der jetzt ausläuft. Das heißt, all diese Projekte gehen jetzt zu Ende und es ist irgendwie noch nicht so ganz klar, was mit diesen Personen passiert, die da gearbeitet haben. Und die Szene befürchtet es natürlich ein bisschen, dass das zusammenbricht, aber in dieser Diskussion wurde doch klar gemacht, dass auch politischer Wille da ist, zum Teil zumindest, diese Stellen irgendwie weiter zu erhalten und sich weiter darum zu kümmern, dass die Lehre auch gefördert wird. Nicht nur die Forschung, sondern auch die Lehre. Und das ist ja genau das, wofür sich die DGHD mitunter einsetzt. Auch dazu, wie gesagt, in meinem Blogpost ein paar weiterführende Gedanken. Da gab es ein paar schöne Zitate in dieser Schlussrunde. Und genau damit möchte ich auch schließen. Meine Take-Home-Message von der DGHD, also quasi das Gesamtresümee in einem Satz, sofern man das überhaupt so komprimieren kann, ist, gute Lehre ist möglich, kann man auch ein Stück weit lernen, braucht aber halt viel Zeit, vor allem in der Vorbereitung. Und genau das werde ich jetzt tun, indem ich mich an meinen Schreibtisch setze und meine nächsten Lehrveranstaltungen plane.
Und ich weiß, dass die Hochschuldidaktik als Wissenschaft mich dabei unterstützt und mir gute Anhaltspunkte liefert, wie ich gute Lehre gestalten kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.